Hallo und herzlich willkommen bei iConcept Phones. Heute werde ich euch zeigen, wie man cinematische Aufnahmen mit dem Poco F3 machen kann. Um ganz einfach einen cinematischen Effekt zu bekommen, benutze ich heute einen Neuer Dolly Slider. Dank Amazon wurde es in wenigen Tagen geliefert. Es besteht aus Aluminium und ist sehr stabil. Der Dolly ist kompakt und kann zusammengeklappt werden. Zudem bekommen wir hier eine Fernbedienung, mit der wir die Geschwindigkeit und Richtung ändern können. Zuvor hatte ich einen 30 € Slider verwendet, der mir allerdings sehr viel Kopfschmerzen bereitet hat. Es war nicht stabil und die Aufnahmen waren alle verwackelt. Mit dem neuen Slider habe ich dieses Problem zum Glück nicht mehr. Auch muss ich mich nicht mehr anstrengen, gleichmäßig den Slider zu schieben. Vielen Dank an dieser Stelle an Neuer, der mir dieses Slider zur Verfügung gestellt hat. Man hat zwei Möglichkeiten, um cinematische Aufnahmen zu machen. Die interne Kamera-App hat einen Pro-Modus, mit der wir weitere Einstellungen vornehmen können. Die zweite Methode ist die Filmic Pro-App, das allerdings gekauft werden muss. Fangen wir mit der internen Kamera-App an. Wir gehen in den Pro-Modus. Dann klicken wir auf das Video-Icon. Jetzt gehen wir in die Optionen und wählen 4K aus. Um ein cinematisches Look zu bekommen, müssen wir in Log-Profil filmen. Zudem aktiviere ich hier die Schärfen-Peaking. Wir wählen hier jetzt den ISO-Wert aus. Ich verwende für draußen ISO 50. Der Shutter muss das Zweifache unserer Framerate sein. Da unser Framerate 30 ist, muss der Shutter 1/60 sein. Jetzt stellen wir den Weißabgleich ein. Wenn der Weißabgleich auf automatisch eingestellt ist, wird während der Aufnahme dieser andauernd verändert. Deswegen müssen wir den Weißabgleich manuell einstellen. So, jetzt können wir uns den Aufnahmen widmen. Ich verwende hier einen SmallRig CPU 2494 Universalkäfig, da ich damit diverse Möglichkeiten habe. Ich kann beispielsweise ein Kondensatormikrofon montieren. Ich verwende hier den Neuer CM14 Mikrofon, den ich für rund 11 Euro auf Amazon gekauft habe. Der SmallRig Cage unterstützt 37 mm Filter, jedoch habe ich auf Amazon ein Sonnenlichtblende gekauft, um 58 mm Filter benutzen zu können. Hier benutze ich einen UV- und variablen ND-Filter. Ich positioniere jetzt meinen Neuer Slider. Jetzt montiere ich meinen Videorig auf den Dolly und platziere den Dolly auf den Slider. Ich kann hier die Schutzplatte verwenden, damit der Dolly und mein Videorig nicht runterfallen. Allerdings filme ich jetzt auf meinen Schreibtisch, daher ist dies jetzt nicht nötig. Jetzt kann ich meinen Videorig auf den Dolly montieren und anfangen zu filmen. Ich muss zuerst den Fokus manuell festlegen. Dann kann ich auf die Aufnahme-Button drücken. Um ein cinematisches Effekt zu bekommen, stelle ich ein Objekt vor die Kamera. Wenn der Dolly sich von links nach rechts bewegt, entsteht vorne eine Unschärfe, die die Aufnahme cinematisch aussehen lässt. Jetzt klicken wir auf den Startknopf auf der Fernbedienung. Somit haben wir unsere erste cinematische Aufnahme gemacht. Jetzt ist eure Kreativität gefragt. Ihr könnt mit dem Slider sogar Parallax-Effekt machen. Ich benutze den Neuer Slider seit einer Woche und muss sagen, dass es problemlos funktioniert hat. Damit macht das Aufnehmen einfach nur Spaß. Mit gutem Gewissen kann ich euch den Slider weiterempfehlen. Vielen Dank fürs Einschalten. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.